Empiezo agradeciendo por la invitación. Ich möchte Danke sagen für diese Einladung. Ich möchte ein paar Kommentare machen und werde auch morgen einen Vortrag halten und alles Mögliche machen, um Ihnen das Bonneville näher zu bringen. Aber ich möchte mich auch bedanken für die Möglichkeit, dass ich zuhören konnte den vorherigen Vorträgen. Das war wirklich super. Das war sehr rund, sehr komplett. Das hat uns viele Wege eröffnet, um zu reflektieren. Ich werde mich auf 5 Punkte fokussieren, um die Zeit zu nutzen, die ich habe. Ich möchte anfangen mit einer Annäherung an die Zahlen, die Adam vorgestellt hat. Er hat uns ein paar Zahlen vorgestellt, die normalerweise nicht in den Nachrichten zu sehen sind und die wirklich eine Realität darstellen. Es war nicht nur in der Zeit der Kolonie, sondern auch jetzt. Es geht immer noch um die imperialen Lebensweisen der reichen Länder, um diesen Lebensstil, diesen imperialen Lebensstil, der sich erhält dank der Ausbeutung der Natur und auch der Ausbeutung der Arbeiter. Und er hat uns ein paar Zahlen gezeigt, diese Zahlen von Geld, das transferiert wird vom Süden nach Norden, vom Norden nach Süden, von Arbeitern, die im Norden arbeiten und Geld nach Süden schicken. All das, was das zu tun hat mit der Repatriierung, mit den Investitionen, transnationalen Investitionen und mit der Korruption. Und eine Konklusion könnte hier sein, wir müssen hier einfach eine Entwicklung schaffen für die Länder im Süden. Ich habe sehr viele Ideen, sehr viele Vorschläge, was man machen könnte. Man könnte beispielsweise damit anfangen, dass man die Orte für Steuerfinanzen, dass man diese abschafft. Das schafft nämlich viele Probleme im globalen Süden. Wenn wir zum Beispiel anfangen, dass wir eine Steuer auf Finanztransaktionen erheben. Denn geht damit herein, dass es Schulden gibt, dass es Probleme gibt im Süden. Und man muss hier wirklich schauen, dass das geregelt wird. Und hoffentlich gibt es da auch Inspiration, auch in Deutschland. Also was genannt wurde, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch zahlen musste, dass man das auch auf andere Bereiche ausweitet. 1953 beispielsweise gab es da auch schon etwas, was entschieden wurde, was hier als Ausgangspunkt genommen werden kann. Und in den Vereinten Nationen, werden uns viele Möglichkeiten angeboten, wenn es um die Nachhaltigkeit geht, um die Entwicklung, um die nachhaltige Entwicklung. Wir sollten aber nicht in dieser bestimmten Vision bleiben, die es bis jetzt gegeben hat, weil so werden wir in der Falle bleiben, in der Entwicklungsfalle bleiben. Und das ist der zweite Punkt, den ich nennen möchte. Adam hat über Harry Truman gesprochen, über was er am 20. Juni 1949 gesagt hat. Als es um die Menschheit ging, um die Rechts, um Links, und dass wir die Unterentwicklung überwinden und uns hin der Entwicklung begeben. Und ich möchte da über das Ergebnis sprechen. Aber man muss noch etwas sagen, was er auch angemerkt hat. Man muss wirklich sagen, dass all diese Ideen von der Basis kommen einfach von der Kolonie, von der Ausbeutung, die aus Europa ausging und sich der Kapitalismus hat davon profitiert. Und das war auch immer, hängt immer zusammen mit den Eliten im Süden. Und das muss man wirklich verstehen. Es gibt entwickelte Länder, Länder, die sich gerade entwickeln. Das ist ein Euphemismus tatsächlich, weil wir werden uns nie fertig entwickeln. Auch wenn es darum geht, dass man unterentwickelt ist beispielsweise. Dann sagt zum Beispiel André Günther Frank, ein Deutscher, der sehr lange in Amerika gelebt hat,
der hat über die Entwicklung gesprochen, über die Unterentwicklung und dieses koloniale Verhältnis, was es da einfach gibt, was noch angehalten hat, nachdem die Kolonien schon lange nicht mehr da waren, das hat dazu geführt, dass die Probleme und die dass das einfach immer weiter ging und wir somit unterentwickelt wurden. Und wenn man spricht über zivilisierte Länder, über nicht zivilisierte, wilde Länder oder Gesellschaften, das ist eine Vision, die Auswirkungen hat und mit Kolonialität zu tun hat. Und es ist wirklich wichtig, das zu erkennen, dass alles von draußen kommt. Also es ist einfach diese Vision, dass alles von draußen kommt, besser als das, was wir zu Hause haben. Und wir müssen das von draußen kopieren, um besser selber zu werden. Das ist ein Problem. Das hat er eben auch genannt. Er hat gesagt, dass die Entwicklung ein Kind Europas ist. Also es war wirklich etwas Eurozentristisches, was von den Vereinigten Staaten auch beispielsweise mit dem American Way of Life passiert wurde. Und es gab auch Beispiele, die das diese Realität reproduziert haben. Und ein dritter Punkt, der wirklich fundamental ist, ist, dass wir die Elemente sehen müssen, die Elemente, die Entwicklung charakterisieren oder charakterisiert haben in den letzten 70 Jahren oder sogar länger, und was die Elemente sind von Diskontinuität. Achim hat die schon genannt, hat alles genannt, was mit Autorität zu tun hat, mit Despolitisierung, mit Entwicklung, Überwindung etc., mit der Technik. Und er hat auch gesprochen über die Depolitisierung, damit man nicht gesehen hat, dass es Unterschiede gibt. Man hat gedacht, dass es nur um die Entwicklungen, um die Gesellschaften geht, die Auswirkungen haben auf die Entwicklung. Es hat gehießen, dass es praktisch nur so geht, wenn Länder schlecht leben können, andere gut leben. Aber hier gibt es einen fundamentalen Punkt. Man muss etwas Wichtigeres sehen. Man hat viele Kapazitäten zerstört, damit diese Länder, diese armen Länder, unterentwickelten Länder, wie sie auch immer definiert werden, man hat sie zerstört, man hat ihnen das Potenzial weggenommen, sich selbst ihre eigenen Probleme zu lösen. Und das ist alles, also dieses Eurozentrische war da eben auch ein Punkt. Man hat immer versucht, so zu sein wie die anderen, man hat immer versucht, so zu sein wie jemand, der weiterentwickelt ist. Und es gibt ja diese dritte Welt, ich denke und ich bestehe darauf, dass das ein falscher Ausdruck ist. Man will sich einfach anders, diese Länder wollen anders sein, wollen besser sein. Und es gibt ja auch einen vierten Punkt, der sehr wichtig ist. Achim hat gesprochen über die über den Zyklus der Entwicklung. Und er hatte diese Vision gesehen, die praktisch ein Teufelskreis war. Es gab ein Problem. Man hat dann versucht, Versprechen zu finden. Man hat dann Rezepte und Strategien entwickelt. Und dann hat das immer wieder zu Fehlern, zu Problemen geführt. Und in diesem Weg, in den letzten Jahrzehnten, haben wir immer versucht, der Entwicklung Namen zu geben. Erst war es die Entwicklung, dann war es die wirtschaftliche Entwicklung, dann war es die soziale Entwicklung, dann gab es die Entwicklung hinsichtlich der Geschlechter, dann gab es plötzlich die Frauen, dann gab es plötzlich die indigenen Völker, die ethnische Entwicklung, die Entwicklung auf globaler Hinsicht, wir haben immer wieder neue Namen gegeben, aber wir haben dasselbe Konzept der Entwicklung nicht weiter besprochen. Und ich denke, das ist fundamental. Ich bin aus einem Land, ich bin aus Ecuador, einem Land aus dem globalen Süden. Und wir wissen schon seit langem, dass wir in einer Situation waren der Unterentwicklung. Wir können nicht ständig über Entwicklung reden, das ist euphemistisch. Wir müssen einfach den Inhalt der Konzepte wieder herausarbeiten, um zu wissen, um was es geht. Ich frage mich selber, wann habe ich verstanden, dass ich in einem unterentwickelten Land lebe? Und ich saß da an meinem Schreibtisch und
Es gab da etwas, was mich seit Kind an, von Kindheit an geprägt hat. Ich wusste, seitdem ich ein Kind bin, dass ich in einem unterentwickelten Land lebe. Es gab da einen Zug, ich weiß nicht, ob Sie den hier sehen können, ein Dampfer, ein Lok, das mir geschenkt wurde von meinen Eltern, als ich, glaube ich, 7 Jahre alt war. Ich glaube, ich war ja 7 Jahre alt und ich hebe das immer noch auf. Das war das Zeichen, dass es Sachen gab, die von außen kamen, die besser waren als das, was wir im Land haben. Das stand für die Entwicklung und unsere Spielzeuge, die nationalen Spielzeuge, standen für Unterentwicklung. Und ich habe mein ganzes Leben lang Entwicklung studiert. Ich habe 10 Jahre lang in Deutschland studiert, Betriebswirtschaft, Hauswirtschaft. Ich habe wirklich viele Themen studiert, die mit Entwicklung zu tun haben. Und danach war ich jahrelang Lehrer für Theorien der Entwicklung. Und ich habe das lange diskutiert. Ich habe davon meinen Lebensunterhalt bestreitet. Ich habe Projekte gemacht, die damit zu tun haben. Jetzt bin ich fast 73 Jahre alt und ich fühle mich wie ein Professor der Astronomie, der sich spezialisiert hat sein ganzes Leben lang auf einen Stern, den Stern der Entwicklung. Und ich stelle fest, dass dieser Stern kein Licht hat und vielleicht auch nie Licht hatte, sondern es einfach nur etwas aus der Galaxie war. Und ich komme zu der Konklusion, dass wir anfangen müssen, das zu überwinden, die Entwicklung. Wie viele Länder haben sich entwickelt? Wir könnten eine Liste raussuchen. Aber ich stelle noch eine weitere Frage. Sind vielleicht die reichen Länder entwickelte Länder? Schauen wir Deutschland an. Wie viele Kinder unter 5 Jahre leben in Armut? Wie viele Menschen, die bereits in Rente sind, leben in Armut? Was sind die Unterschiede zwischen arm und reich in eine der wettbewerbsfähigsten Wirtschaften, wie es die deutsche ist? Und gehen wir einen Schritt weiter, wenn alle Menschen mit demselben Lebensstandard leben könnten, wie ein Einwohner der Vereinigten Staaten, dann bräuchten wir 6 Planeten. Das ist eine perverse Realität, weil wir glauben immer noch, dass der Weg der Entwicklung unsere Probleme lösen wird. Ich fasse also zusammen, es ist wichtig, die Vision der Entwicklung zu überwinden. Es hat für viele Schäden in der Gesellschaft geführt. Wir brauchen neue Visionen. Wir müssen neue Türen öffnen, die es erlauben, dass die Menschen ein würdiges Leben haben. Ich bin da wirklich, stimme da komplett überein. Von den Menschen, aber auch von den Nichtmenschen, die Solidarität, das sollten alles Mechanismen sein, um dieses Pluriversum zu schaffen, wo es viele verschiedene Welten gibt, die in unserem Planeten passen. Und all diese Welten sollen sicherstellen, dass alle Menschen in Würde leben können. Und um jetzt wirklich zum Ende zu kommen, möchte ich Sie bitten, einen Kommentar zu lesen von einem Pfarrer, der schon lange gestorben ist. Er war ein hervorragender Mann. Er hatte wirklich tolle Gedanken und er wurde eingeladen, eine Konferenz zu halten in Nordamerika in einer Gruppe von Jugendlichen, die nach Südamerika gegangen sind, um der Entwicklung zu helfen. Und er hat gesagt in seinem Diskurs, in seiner Nachricht vom 20. April 68, hat er gesagt, die guten Vorsätze bringen uns nichts. Man muss lernen und das stimmt. Wir brauchen einen Dialog, einen globalen Dialog. Es gibt niemanden, der alle Antworten hat, der das ganze Wissen hat. Zwischen allen müssen wir diese Konditionen schaffen, in der auch unsere Enkelkinder leben können, in Ruhe, in Gleichheit. Vielen Dank.